Schönen guten Abend. Ein ganz gewöhnlicher Trip. Schönen guten Tag, mein Name ist Christian Levin. Ich bin heute Ihr Pilot bei Ihrem Drogenrausch von Vernunft nach Vergessen. Begeben Sie sich bitte jetzt in eine aufrechte Haltung. Es wird das letzte Mal für heute Abend sein. Ich bitte Sie, das Nichtrauchen einzustellen. Zu Ihrer Linken sehen Sie noch klar und deutlich die Dame, der Sie später schweinische Sachen ins Ohr flüstern werden. Noch wissen Sie, das ist Ihre Cousine. Zu Ihrer Rechten befindet sich Ihr bester Freund, der Sie bereits erwartungsvoll anblickt, weil er Sie nüchtern nicht erträgt. Ich bitte Sie nun, den Zeigefinger zu heben und die erste Runde zu bestellen. Seien Sie besonders freundlich zu dem Personal, das Sie mit großer Wahrscheinlichkeit in ein paar Stunden vom Fußboden abkratzen und in ein Taxi stecken muss. Es ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht notwendig, Trinkgeld zu geben. Im späteren Verlauf des Abends werden Sie sowieso jedem in der Kneipe einen Zehner geschenkt haben, den selbstlos ein halbvolles Bier zur Verfügung stellt. Lehnen Sie sich nun zurück und hören Sie sich den Mist an, den Ihre Mitstreiter zu erzählen haben. Sie wissen, die guten Themen kommen erst später und morgen erinnern Sie sich sowieso an keine Details. Falls Sie Sorgen haben, dass zwei Flaschen Wodka für Sie heute Abend nicht ausreichen, empfehle ich Ihnen nun, die Pille mit dem lustigen Gesicht zu nehmen. Sollten Sie die Pille mit dem lustigen Gesicht zu Hause vergessen haben, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an einen Dealer Ihres Vertrauens. Auf keinen Fall sollten Sie sich erst in einer späteren Phase des Abends darum kümmern, denn sonst möglicherweise eine Pille ohne lustiges Gesicht verkauft werden könnte. Haben Sie alle Startvorbereitungen getroffen, ist es nun an der Zeit, beschwipst zu werden. Die Dame zu Ihrer Linken wirkt schon sehr viel attraktiver. Ihre Akne umrahmt wunderschön das degenerierte Gesicht. Der Herr zu Ihrer Rechten erscheint Ihnen nun auch ebenso sympathischer. Sie sind ihm dankbar, dass er Ihnen ohne Unterbrechung nachschenkt. Sie dürfen sich jetzt in das Gespräch einklinken und etwas Smalltalk üben. Warten Sie mit den emotionalen Themen jedoch lieber noch bis später. Lassen Sie Ihren Blick ruhig schon einmal über die Tanzfläche schweifen, denn dort werden Sie später zweimal brutal niedergeschlagen. Freuen Sie sich, denn noch ist der Alkohol hier vor. Langsam bekommen Sie das Gefühl, dass alle hier eine große Familie sind. Eine liebende, vertrauensvolle Familie, in der die Welt noch in Ordnung ist, auch wenn man seine Cousine antatscht. Ihnen fällt auf, dass die lächelnde Dame neben Ihrer Cousine ein Herr ist, der gar nicht lächelt, sondern in Wahrheit die Zähne fletscht. Allerdings sollten Sie das gar nicht stören, das macht er nur, weil seine Freundin mit ihrem besten Freund flirtet. Sie tauchen langsam in die Welt des Rausches ab. Das Leben ist schön. Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie Ihren Ankerplatz verlassen, denn es ist an der Zeit, das Tanzbein zu schwingen. Schwingen Sie jedoch nicht mit der falschen Person, es sei denn, Sie liebäugeln mit dem herrlich sanften und klebrigen Bodenbelag. Bei der Niederlage sollten Sie sich dennoch ein weiteres Mal aufrichten, denn wie heißt es so schön, man trifft sich immer zweimal. Zurück an Ihrem Platz ist der rechte Augenblick gekommen, um zu reden. Denn Sie können nicht mehr reden, auch wenn Ihnen nun alles deutlich und klar erscheint. Sie würden gerne mit dem Supermodell zu Ihrer Linken eine Familie gründen. Dabei ist es längst nicht mehr relevant, dass sie bereits zur Familie gehört. Sie können sich nun zurücklehnen und über das Leben sinnieren. Lassen Sie den Rausch zu und grinsen Sie dümmlich. Sie benötigen Ihre große, liebende Familie jetzt nicht mehr. Gut, dass sich die beiden längst in ein Taxi verzogen haben. Kratzen Sie Ihre letzten Zigaretten von der Tischplatte und bestellen Sie eine Flasche für sich. Sie wird Ihnen ein liebevolles Kissen für den Schlaf unter dem Tisch bieten. Ich darf Ihnen gratulieren. Sie sind soeben erfolgreich gelandet. Begeben Sie sich in eine fötale Position und genießen Sie die letzten Stunden Schlaf, bis die Erinnerung Sie einholt. Mein Name ist Christian Levin. Als Ihr Pilot möchte ich mich nun von Ihnen verabschieden. Reisen Sie wieder mit uns. Das war mir wie immer eine große Ehre. Vielen Dank.